So, moin Leute, ich habe mir ja bei der Firma Alpha Solar ein Balkonkraftwerk bestellt. Hier hinter mir steht das und wir wollen heute mal euch zeigen, wie wir dort den Stecker dran montieren. Und dafür habe ich mir hier die Jungs von Aceflex geholt, weil ich bin ja sehr naiv daran gegangen und habe gedacht, Plug and Play heißt, dass ich dort das einfach nur in die Steckdose stecken muss. Das funktioniert aber nicht ganz so einfach und deswegen kümmern wir uns heute in diesem Video mal darum, wie das eigentlich alles funktioniert mit so einem Balkonkraftwerk. Darum geht's. Ihr habt ja schon das erste Video gesehen, wo ich im Grunde dann das auspacke, was da alles drin ist. Also da gab es ja einmal den Wechselrichter, das Solarmodul und auch den Stecker hier und die ganzen Kabel. Und wir werden heute mal diesen Stecker hier dran montieren. Holger, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja. Ich habe euch ja schon mal von der Firma Aceflex erzählt. Die haben ja ein Auslegungstool für Solaranlagen, aber ihr macht auch Balkonkraftwerke und vielen Dank, dass ihr mir jetzt mal helft, weil ich hatte nämlich das Werkzeug dafür nicht dabei. Und das ist auch das große Manko bei den Balkonkraftwerken, dass der Stecker dann oftmals nicht schon dran ist, also dieser bekannte Schuko-Stecker, sondern dann Genau. könnte man oder müsste man eigentlich noch einen anderen Stecker dann anschließen. Und wir wollen das in diesem Video mal machen. Das hier ist der Schuko-Stecker. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, wir schließen jetzt den Schuko-Stecker an der Anschlussleitung an. Das Ja. heißt, wir haben ja hier diese Anschlussleitung, die mit dem Lieferumfang enthalten ist, und haben eben den Mikrowechselrichter. Um das Ganze eben auch nachher mit der Steckdose verbinden zu können, brauchen wir den Schuko-Stecker. Und da zeige ich mal, wie man das Ganze anschließt und dann verdrahtet, damit die Anlage nachher läuft und Strom produziert. Okay, und das werden wir jetzt auch noch gleich dann machen, ne? Es ist zwar ein bisschen bewölkt hier leider, also wir haben jetzt nicht so richtig perfektes Sonnenwetter, aber du hast gesagt, das Solarmodul, so ein Halbzellenmodul ist eigentlich so gut, dass selbst bei diesem Wetter Strom rauskommt und wir wollen natürlich dann am Ende auch wissen, wie viel Strom kommt denn eigentlich raus und dann stecken wir das Ganze in die Steckdose und schauen mal, wie viel Strom rauskommt. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los und fangen an, den Stecker zu bearbeiten. Ja, dann Du hast jetzt hier das Kabel mit den drei Leitungen. Das heißt, wir haben hier die Erde, wir haben einen Nullleiter und eine Phase, was wir dann an den Schuko-Stecker anschließen. Ich mache das jetzt hier ein bisschen auseinander. Jetzt brauchen wir ein bisschen Werkzeug dafür, um das Ganze eben auch abisolieren zu können. Dann nimmt man hier eine Abisolierzange, wo man das Ganze mit den aufkürzt bzw. die Ummantelung abmacht. Das mache ich jetzt bei jedem einzelnen Kabel, sodass es nachher auch weiter verarbeitet werden kann. Gibt es eine Möglichkeit, dass man das auch irgendwie einfacher macht? Oder gibt es da Überlegungen, dass man das vielleicht dann einfach gleich mit diesem Stecker mit verkaufen Also wir kann? haben auch sehr häufig die Rückmeldung vom Kunden oder auch eben die Anfrage, ob wir es nicht vorkonfektionieren können. Ja. Und wir bieten es eben bei uns im Shop auch vorkonfektioniert an, sodass wir das Kabel quasi schon so weit zusammenbauen, dass der Kunde es wirklich nur noch zusammenstecken braucht. Ja, weil das wäre jetzt so das, was ich brauche eigentlich. Ich brauche ein Kabel mit dem Stecker dran und wenn ich dann zu Hause das Kabel nur noch in den Wechselrichter reinstecken muss, dann, okay, das reinstecken, das ist, glaube ich, noch machbar. Genau. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich verschenke das jetzt jemandem, der keine Ahnung von Elektrik hat hier, dann wäre das ja für den total abschreckend, wenn er jetzt da selber so einen Stecker ran basteln müsste, ne? Genau, man sieht ja auch, dass man eben sehr viele Komponenten braucht. Das heißt, man braucht ja nicht nur diese Zange denn und auch ein bisschen Werkzeug, sondern man muss eben auch diese Ader-Endhülse nachher haben, damit man diese einzelnen Drähte auch zusammenführt, dass nachher unter den einzelnen Kabeln kein Kurzschluss entsteht. Und wenn man sich jetzt so eine ganze Dose kauft, nur um einmal so ein Modul zusammenzubauen, ist es natürlich auch sehr, ja, preisintensiv. Und um das zu umgehen, bieten wir es eben vorkonfektioniert an. Also den Link zu den Online-Shops packe ich euch natürlich auch wieder hier in die Videobeschreibung. Also den von Alpha Solar auf jeden Fall auch und den von Aceflex natürlich auch, ne? Dafür, dass wir auch die richtige Verbindung haben, beziehungsweise damit die Kontakte auch genau hergestellt sind, muss eben nachher dieses Blech oder dieses Aluminium auf diese Litze draufgeschoben werden. Und jetzt würde es ja einfach wieder runterrutschen. Da braucht man dann wieder eine spezielle Zange, die das Ganze dann eben auch wirklich fixiert, sodass es dann hier einmal zusammengequetscht wird und wirklich auch fest mit dem Kabel oder mit der Leitung verbunden ist. Und man könnte das theoretisch wahrscheinlich auch ohne diese speziellen Stecker dran, also auch machen, aber das wäre dann nicht VDE-konform oder was? Genau, die Problematik ist eben, dass, wenn man sieht, hier ganz viele einzelne kleine Kupferlitzen sind. Ja. Und wenn eine Litze nachher hier so absteht und ich den Stecker zusammenschiebe und hier steht auch einer ab, dann würde ich eine Brücke, hätte ich eine Brücke geschaffen und würde einen Kurzschluss verursachen und die Anlage wird nicht laufen. Okay.
So, also wenn man das richtige Werkzeug hat, sieht es jetzt nicht sehr kompliziert aus, muss ich sagen, oder? Ja, aber die Frage ist, ob man das alles dafür kaufen genau, möchte. Also wirklich, ne? Was kostet so eine Zange, wenn ich mir das jetzt kaufen wollen würde? Also gut, das ist jetzt eine Profi-Zange, weil wir nutzen die auch wirklich sehr viel. Die ist eine etwas bessere Auslegung, die liegen so bei 70, 80 Euro. Ja. Das ist dann schon okay, das ist sehr, ja, sehr das viel ist Geld. Fast, da kaufe ich drei Zangen, habe ich ein ganzes Balkonkraftwerk. Genau, jetzt haben wir den Schuko-Stecker. Ja. Und hier haben wir eben auch, hier brauchen wir nochmal einen kleinen einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um eben diese Schraube zu lösen, dass wir den Stecker auseinanderbekommen. Mhm. Das nächste ist, wir haben hier am Ende von dem Schuko-Stecker eine Abdichtung, das heißt eine Verjüngung. Mhm. Und das müssen wir gleich auch noch anpassen, damit wir das Kabel eben reinbekommen, damit es aber auch nachher abdichtet. Weil das soll ja nachher im Außenbereich angeschlossen werden, an die Balkonsteckdose zum Beispiel. Und hierzu darf es natürlich auch nicht irgendwo Wasser einlassen. Das heißt, es muss hier auch dicht sein. Und dafür muss man das eben je nach Kabelstärke, wir haben hier ein 2,5 Quadrat, eben wieder auch ein bisschen aufschneiden, dass das Kabel nachher genau da reinpasst. Ich stehe auch so ein bisschen deppert, ne? Kann so richtig helfen, kann ich auch nicht. Ne? Ja gut, manche Sachen kann man nur alleine machen, aber beim Modul kannst du mir wahrscheinlich genau, gleich wieder behilflich genau, sein. Genau, da kann ich dir dann helfen. Jetzt sieht man hier auch schon das Innenleben einmal von dem Schuko-Stecker. Ja. Das heißt, von hinten führen wir jetzt als erstes das Kabel ein und schieben den über die Leitung drüber hinweg. Und dann schließen wir diese einzelnen Kabel nachher durch diese Fixierung, damit es gegen Rausrutschen gesichert wird, und schließen die wirklich an die einzelnen Pole an, sodass ich hier auch die Erdung habe, die Nullleiter und die Phase nachher. Okay. Mhm. Also Messer braucht man auch. Messer braucht man auch, damit man diese Öffnung eben auch auf den Kabelquerschnitt erweitern kann, sodass wir das Kabel jetzt auch gleich ohne Beschädigung durchschieben. Mhm. Wenn wir das jetzt hier nicht ein bisschen öffnen, dann würden wir die Ummantelung wegschieben und das wäre dann auch eine Undichtigkeit nachher für den Stecker. Das kann man jetzt immer ganz gut ausprobieren, dass man sagt, okay, wir gucken, ob es schon reingeht. Und wenn es noch nicht geht, muss man es eben noch mal ein bisschen nachschneiden. Aber jetzt ist es schön abgedichtet. Das heißt, hier kann auch kein Wasser eintreten, wenn ich es nachher in die Steckdose reinstecke. Jetzt schieben wir das Ganze drüber her. Wichtig ist hierbei auch, dass man die Hülse oder die Hülle von dem Stecker erstmal drüber schiebt. Weil wenn Sie erst den Stecker montieren, dann kriegen Sie es gar nicht mehr zusammengesteckt. Ja, also man muss den Ablauf auch wirklich einhalten. Ich fange dann erstmal mit dem Nullleiter an. Das heißt, ich würde die Erde, beziehungsweise mit der Erde an. Ich würde die Erde erstmal jetzt hier auch auf die Erde klemmen. Da sieht man hier auch das Erdungssymbol. Das findet man später am Modul auch nochmal wieder. Und an dem Mikrowechselrichter auch. Das heißt, immer wo dieses Symbol ist, hier muss auch nachher die Erde angeschlossen werden. Ich löse jetzt erst die Schrauben einmal, sodass ich unsere Ader-Endhülsen gleich einführen kann. Die werden dann durch Quetschen wieder mit der Schraube und den einzelnen Positionen fixiert. Hier können wir jetzt noch einmal prüfen, ob unsere Adern lang genug sind, weil wenn sie zu lang sind oder zu kurz, kriegen wir den Stecker gleich nicht zusammengeschoben. Man muss wirklich die Schrauben auch zurückdrehen, weit genug, dass ich das Kabel auch überall an allen drei Positionen einführen kann. Dann schiebe ich das hier ein, halte es ein bisschen fest und fixiere es jetzt hier mit der Schraube. So dass es hier jetzt auch gegen Rausrutschen gesichert ist. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden Kabeln auch. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber das muss genau gemacht werden, weil hier fließen ja nachher auch die Ströme, wenn wir dem Photovoltaikmodul im Licht aussetzen und wir hier dann eben auch den Stromfluss drauf haben, muss das gut miteinander verschraubt werden, dass hier auch kein Kurzschluss oder irgendwas oder kein Funkenübersprung entstehen kann, sodass es auch alles richtig angeschlossen ist. Ne? Ja, du merkst, ich bin ganz sprachlos, ich finde das mega interessant. Weil, ganz ehrlich, du hast ja jeden Tag einen Schuko-Stecker in der Hand irgendwo, aber hast du schon mal einen aufgeschraubt und irgendwie da irgendwas dran angeschlossen oder was? Nö, hat man noch nie gemacht. Nö, eigentlich also jetzt der normale Mensch wahrscheinlich eher nicht. Genau, eigentlich ist es ja auch so, dass bei den Geräten, die man sich kauft, alles was haushaltsüblich ist, ist ja heutzutage vorkonfektioniert. Und dazu kommt eben auch, dass man zumindest einen Lehrgang braucht, um sowas anschließen zu dürfen oder anschließen zu können auch. Weil man auch eben gucken muss, wo muss welcher Stecker nachher hin. Problem ist einfach, dass diese Litzen ja auch sehr steif sind. Zum einen ist es heute auch ein bisschen
kalt draußen. Das heißt, wenn es wärmer ist, wenn man es jetzt im Haus machen würde, wäre es natürlich ein bisschen wärmer. Das Kabel lässt sich dann besser verarbeiten. Und so ist es natürlich jetzt ein bisschen steifer. Und dadurch kann man es auch nicht so gut jetzt verarbeiten. Das ist hier die Zugentlastung, die wir nachher wieder montieren werden, damit auf den Kabel eben kein Zug kommt, wenn man jetzt an dem Stecker zieht, dass man nicht jetzt irgendwas wieder rauszieht, sondern wirklich den Stecker dann auch unter Zug am Kabel, weil es gibt ja häufig mal Leute, die auch gerne am Kabel ziehen und nicht an dem Stecker selber. Und das darf eben nicht rausrutschen aus diesen einzelnen Ösen. Okay, sieht ja gut aus. Jetzt haben wir die Zugentlastung festgeschraubt, das heißt, wir haben jede einzelne Komponente mit dem Stecker verbunden. Jetzt kann man die Hülle wieder über den Stecker drüber schieben. Man muss auch hier eben wieder darauf achten, dass es in die passende Position kommt. Das heißt, dass auch hier die Erdungsbleche, die hier oben rausstehen, die nachher den Kontakt mit der Steckdose herstellen, wieder richtig rum drin sind. Jetzt haben wir das Ganze fest miteinander verschraubt, wieder zusammengesteckt und jetzt ist es auch wieder vor Feuchtigkeit und vor Wasser geschützt. Warum ist hier oben so ein Loch? Das ist einfach nur von dem Erdungsblech. Ah, okay. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Messung vornehmen möchte oder so, kann man das da reinstecken. Okay. Das ist auch nicht bei jedem Stecker. Das liegt immer an der Bauart auch des Gerätes. Okay, cool. Also dann haben wir jetzt sozusagen das einmal dran geschraubt. Wir haben jetzt das Kabel sozusagen fertig. Das, was es dann vielleicht bei euch auch mal vorkonfektioniert schon gibt, dass wir das halt nicht mehr schrauben müssen. Genau. Kostet dann wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil man natürlich jemanden braucht, der das dran macht. Genau. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, er baut es selber, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, nicht das Kabel vorzukonfektionieren. Das heißt, wenn er selber eben ein bisschen affin ist und das Werkzeug hat, kann er das auch selber zusammenbauen. Okay. Dann spart er sich das ein. Aber jetzt, ich sag mal, das Werkzeug zu kaufen, um es einmal zu nutzen, macht ja keinen macht Sinn. Macht keinen Sinn. Okay. Und das kann man jetzt hier einfach in den Wechselrichter stecken, sozusagen. Genau, wir haben jetzt hier den Mikrowechselrichter, ja, auch mit verschiedenen Kabeln. Das heißt, wir haben zum einen das Anschlusskabel für die Module. Das heißt, wir haben hier dieses mit Plus und Minus vorbezeichnete oder angezeichnete Kabelanschlüsse. Das sind die sogenannten MC4-Stecker. Bei den MC4-Steckern ist es so, dass man immer einen Stecker hat und eine sogenannte Buchse. Und genau dasselbe finden wir gleich auch am Modul wieder. Das heißt, hier kann man auch nichts vertauschen, sodass ich immer Plus und Minus passgenau zusammenstecken kann. Beziehungsweise, wenn ich es in Reihe schalte, die Module, habe ich es ja auch in Plus- und Minus-Verschaltung. Was man vielleicht noch sagen kann jetzt, ja, das ist noch mit im Lieferumfang enthalten. Wenn man jetzt nur ein Modul nimmt, das heißt den Mikrowechselrichter jetzt nicht mit einem zweiten Mikrowechselrichter verbinden möchte, ja, dann sollte man immer das mit in den Lieferumfang mitgelieferte, die Schutzkappe, auf das Ende stecken, damit dieses auch nachher vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen geschützt ist. Damit ist es jetzt abgedichtet. Ich kann das einmal zeigen. Das heißt, dieser Stecker ist jetzt zu. Und diese Seite, die stecken wir nachher zusammen mit unseren Anschlusskabeln, sodass hier auch denn die Verbindung zu dem Netz hergestellt ist. Und an diesen beiden Stellen kommt eben der Modulanschluss dran. Okay. Also das heißt auch, wenn der Stecker hier ausgezogen wird aus der Steckdose raus, dann hört der Wechselrichter auch sofort auf, Strom zu liefern, ne, wenn genau, ich das richtig weiß. Also das, der Mikrowechselrichter synchronisiert sich ja auch mit dem Netz. Ja. Das heißt, sobald wir den Stecker, das Modul angeschlossen haben, stecken wir den Stecker in die Steckdose und dann fährt er sozusagen hoch und gibt den Strom frei. Ja. Wenn wir den Stecker jetzt wieder rausziehen, ist hier in dem ganzen Bereich auch kein Strom auf dem Ende vom Stecker vorhanden. Okay, ja, weil das ist ja auch so eine Frage immer dann, wie sicher ist das Ganze? Es ist sehr, sehr sicher. Auf jeden Fall. Und man muss keine Angst haben, dass wenn man jetzt hier den Schuko-Stecker aus der Steckdose steckt, rauszieht, dass man sich dann da irgendwie einen Stromschlag holen kann. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Genau, er wird mit der Steckdose verbunden und wird dann hier ein Modul befestigt. Das heißt, hier sind verschiedene Befestigungspunkte, ja, die auch am Modulrahmen nachher vorhanden sind, sodass ich es damit befestigen kann. Und im Lieferumfang sind auch die Schrauben, die Hammerkopfschrauben und die Sperrzahnmuttern mit vorhanden, sowie auch die Erdung, die dann an den Wechselrichter, an den Mikrowechselrichter und an den Modulrahmen angeschlossen werden. Ich würde sagen, richtig cool. Vielen Dank, dass wir jetzt einmal hier den Stecker dran gemacht haben. Und wir machen jetzt einen zweiten Teil von diesem Video, wo wir jetzt einfach den Stecker
mit dem Solarmodul verbinden, beziehungsweise mit dem Wechselrichter verbinden. Und dann gucken wir mal, wie viel Strom da rauskommt und wo wir den Wechselrichter anbringen können und was dann vielleicht auch mit dem Gestell es sich auf sich hat. Weil ich hatte jetzt ein Gestell bestellt, wo was eigentlich für einen Balkon gedacht war. Jetzt werden wir dieses Modul, dieses Balkonkraftwerk, werden wir jetzt verschenken an den Pierre, der hat das gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wohnt in Cuxhaven und da wollen wir das aber auf dem Schuppen bauen. Da brauchen wir eigentlich eine Dachbefestigung. Ja. Und da habt ihr uns ja auch was mitgebracht, wo wir das vielleicht mit bauen können dann. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da werden wir mit dem YouTuber Lars dorthin fahren und das dann da installieren. Und da gibt es auch ein Video drüber, also wird eine richtig coole Geschichte. Falls ihr noch Balkonkraftwerke gewinnen möchtet, dann könnt ihr mir einfach an kontakt@moneyforfuture.com eine Nachricht schicken und sagen, warum ihr gerne ein Balkonkraftwerk gewinnen wollt. Und je mehr Geld auch bei PayPal reinkommt, desto mehr Balkonkraftwerke können wir verschenken. Deswegen könnt ihr auch gerne das bei PayPal unterstützen, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Ich sage danke, Holger, für diesen ersten Teil. Wo wir ja erst gedacht haben, wir machen alles in einem Video, jetzt machen wir doch lieber mal zwei draus, weil wir sind ja schon über 20 Minuten geworden. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr habt ein bisschen was gelernt mit dem Schüko-Stecker, ohne Schüko-Stecker, wie man ihn dran montiert, wenn ihr es selber machen wollt oder halt auch, wenn ihr dann einen fertigen haben möchtet. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal, würde ich mich natürlich riesig freuen und auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch besser anders machen können, weil wir lernen nie aus. Und in diesem Sinne, macht es gut, bis dahin, euer Felix. Herzlichen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal.